Mein Name ist Martina Muckenthaler, ich bin Professorin für molekulare Medizin am Universitätsklinikum Heidelberg und leite das Zentrum für biomedizinische Eisenforschung. Ich beschäftige mich die letzten 20 Jahre, vielleicht sogar schon etwas länger, mit dem Eisenstoffwechsel. Es ist der Schwerpunkt meines Forschungsthemas und ich freue mich, hier zu sein, um dieses Thema in die Öffentlichkeit zu tragen. Das meiste Eisen im Körper wird verbraucht für die Herstellung der roten Blutzellen. Aber Eisen ist nicht nur wichtig für die roten Blutzellen, die die Funktion haben, den Sauerstoff zu transportieren. Eisen wird auch benötigt in jeder einzelnen Körperzelle. Dort ist es zuständig für die Energiegewinnung, aber auch zum Beispiel für Proteine, die darin involviert sind, unsere DNA, unsere Erbsubstanz herzustellen. Die Ursachen für einen Eisenmangel, hier muss man zwei verschiedene Ursachen unterscheiden. Zum einen gibt es den absoluten Eisenmangel. Absoluter Eisenmangel bedeutet, es kann nicht ausreichend Eisen aufgenommen werden, um den Bedarf des Körpers zufriedenzustellen. Die häufigste Ursache ist die Eisenmangelernährung. Aber es gibt auch den funktionellen Eisenmangel. Und funktioneller Eisenmangel ist häufig die Folge von entzündlichen Erkrankungen, die dazu führen, dass das Eisen nicht für die Synthese der roten Blutzellen zur Verfügung gestellt werden kann. Funktioneller Eisenmangel, es ist ausreichend Eisen im Körper vorhanden, aber es ist nicht verfügbar. Unter einem absoluten Eisenmangel versteht man, dass die Eisenaufnahme aus der Nahrung nicht den Bedarf des Körpers decken kann. Bei einem funktionellen Eisenmangel, meistens als Folge von Entzündungsreaktionen, steht ausreichend Eisen zur Verfügung, aber es ist nicht verfügbar, zum Beispiel für die Synthese von roten Blutzellen. Mir ist sehr wichtig, dass ein Eisenmangel durch einen Arzt abgeklärt wird. Es gibt entsprechende diagnostische Parameter, die es erlauben, einen Eisenmangel festzustellen. Und aufgrund deren sollte man dann reagieren und eben entweder oral oder intravenös Eisen zur Verfügung zu stellen. Man unterscheidet zwei Formen der Eisensupplementierung. Das eine ist die Eisensupplementierung, die orale Eisensupplementierung. Das ist häufig in Form von Tabletten oder in Form eines Saftes. Und hier handelt es sich um eine relativ langsame Zuführung von Eisen über Wochen und Monate. Das wäre zu empfehlen, vorbeugend, um einem Eisenmangel entgegenzuwirken. Wenn ein akuter Eisenmangel vorliegt und sehr schnell Eisen supplementiert werden müsste, würde man auf eine intravenöse Eisengabe zurückgreifen. Hier ist es möglich, in sehr kurzer Zeit sehr viel Eisen zur Verfügung zu stellen, um die Eisenspeicher zu füllen.